Willkommen zurück zu Resident Evil 8 Village. Da sind wir wieder und es geht weiter im lustigen Schloss Dimitrescu mit unserem dicken Kumpel Hans-Peter hier, der mal wieder sich ein kleines Zigärchen, ein Singelchen anzündet. Ist, glaube ich, auch nicht ganz gesund. Ich höre Schritte. Ich find's echt krass, dass Mutter Dimitrescu hier wirklich die ganze Zeit scheinbar ungeskriptet durchs Haus läuft. Also der Laufweg wahrscheinlich geskriptet, aber der Rest nicht. Finde ich spannend. Wir haben in der letzten Ausgabe wir haben in der letzten Ausgabe Tochter 2 und 3 gekillt. Und ich muss sagen, grandioses Spiel. Immer noch. Auch grandios, euer Support. Wie gesagt, ist bis jetzt die am wenigsten geguckte Resident Evil Serie hier auf dem Kanal. Und ich glaube, die ganzen Ghost Recon Fans sind gerade auch fleißig am Deabonnieren. Aber die paar Leute, die hier gucken, ich bin total überwältigt über die Daumen, die ich bekomme und die Kommentare. Also vielen Dank an euch. Vielen, vielen Dank. Da macht es gleich doppelt so viel Spaß, das zu spielen. Ich finde es ganz, ganz großartig. So, wir gucken mal, was hier abgeht. Wir haben außerdem auch schon... Wir haben außerdem auch schon die ersten zwei Engelsmasken eingesetzt. Und jetzt muss ich mal eben gucken, wo wir theoretisch weiter können. Wir haben zwei Schlüssel. Und brauchen noch ein paar Türen. Was ist das denn hier? Ach, warte mal. Und wir hatten ja auch noch das Schnipergewehr oben gehabt. Im Atelier war das. Da haben wir noch ein Schnipergewehr liegen. Da ist ein Dietrich. Da ist ein Speicherpunkt. Noch höher. Okay, bis im Turm geht's noch. Und im Keller. Im Keller hätten wir noch eine Tür. Ich bin mir jetzt ein bisschen unschlüssig, was wir machen. Ich weiß nicht, ob ich es verralle, aber es scheint keine Kisten in diesem Teil zu geben. Und ich bin ein bisschen überfragt, wie wir jetzt mit unserem Inventar hier umgehen sollen. Meine Herren! Also es gibt eine Inventarvergrößerung bei Hans-Peter da. Und wir haben zwei Dietriche. Uns fehlt ein bisschen Geld für die Inventarvergrößerung. Vielleicht versuchen wir mal, an den Dietrich-Schrank da zu kommen. In der Hoffnung, dass es da einen Schatz gibt, den wir verkaufen können. Also, hoppi galoppi hier durchrennen. Anhand der Musik würde ich sagen, sie hat gerochen, wo wir sind. So, Dietrich einsetzen. Vielleicht ein bisschen schneller. Ach, und es gibt Flintenmunition. Genau das, was ich nicht brauche. Warte mal. Oben gibt es, glaube ich, auch noch einen Dietrich. Im Konzertsaal. Da hinzukommen, wird ja ein Riesenspaß. Tja. Tja. Erstmal einen Teller kaputt machen, würde ich sagen. Und dann versuchen wir es. Wir werden ihr jetzt fast schon gezwungenermaßen über den Weg laufen. Da ist sie. Da ist sie, die olle Eule. Oh, der Typ macht mich wahnsinnig. Ja, Konzertsaal. Oder wir gehen in den Keller. Könnten wir auch zuerst machen. In den Keller gehen. Ich weiß gerade aber gar nicht genau, über den Innenhof kommen wir in den Keller, ne? Dann versuchen wir das zuerst. So. Ah, verdammt. Warte mal, da ging's hoch. Über den Konzertsaal. Glaube ich. Ich glaube, hierüber kommen wir in den Keller.
Wir probieren. Na, nee. Hier geht's nach oben. Hier geht's nach oben. Das war falsch. Also. Wo können wir denn noch lang? Da hinten. Oh, das hört sich. Nee, hier geht's auch nach oben. Ich habe irgendwie ein bisschen den Schnall verloren, wie wir in den Keller zurückkommen. Egal, hier kommen wir nach oben. Aber hier oben läuft auch Mutti rum. Ja, hier kommen wir wieder. Ah, das ist doch. Das ist doch alles Mist. Warte mal. Die Musik wird spannend. Befürchte, sie ist hier irgendwo. Sackgasse. Doch, warte mal. Warte mal, warte mal. Über das Badehaus kam man in den Keller. Nice. So, nicht die Treppe wieder runterfallen. Okay. Das ist eine Möglichkeit. Dann lassen wir Snipergewehr Sniper sein. Oben kam man ja auch weiter. Dann gehen wir erstmal hier lang. Mal eben kurz kicken. Weinkeller. Wir müssen einmal kompletto durch. Und ich bin mir nicht sicher. Ich würde jetzt mal vom Gefühl her sagen, dass Mutter Dimitrescu hier unten nicht rumläuft. Dass vielleicht eher die Vampir, hier diese Vampir-Krüppelschwestern uns hier nochmal begegnen. Das reinste Labyrinth. Ach, Kacke. Hier war nur der Aufzug. Damit kommen wir hoch. Aber das wollte ich doch gar nicht. Ach, scheiße, kommt man von hier aus gar nicht dahin, wo ich hin will? Kann das sein? Wir gucken nochmal. Scheint auf jeden Fall so, weil theoretisch... Ah. Ich habe gerade die Schnell-Umdrehen-Taste gefunden. Also in der Theorie... Warte. Ja. Müsste es hier irgendwo lang gehen. Ach, jetzt natürlich die Frage, kann man die Wand aufsprengen? Aber ich will es auch nicht wirklich, ich kann es mir nicht vorstellen. Naja gut, dann ist das so, dann gehen wir jetzt doch mit dem Aufzug wieder hoch. Wie kam man denn noch da hinten in den Keller, ey? Wir studieren gleich nochmal die Map. Wir studieren nochmal die Map. Wir sind da. In die Zellen. In die Zellen. War das... Das war da, wo sie uns durch den Boden genagelt hat, ne? Aber die Frage ist... Kommt man überhaupt noch... muss man ja irgendwie. Den Schlüssel haben wir ja definitiv erst danach bekommen. Was schon mal ganz gut ist, ne? Ihr wisst ja, lieber einmal zu viel speichern, als einmal zu wenig. Ach, und da kommt er gar nicht mehr rüber, oder? Och, du Scheiße! Ja, okay. Das war ein Satz mit X. Das hat uns, nochmal ein grünes Kraut gebracht und das war's. Dann ist tatsächlich jetzt der einzige Weg irgendwie oben durch. Ich habe wieder mal völlig die Orientierung verloren. Komme ich daher? Dann müssen wir vielleicht oben einfach langrennen. Toll. Alter, ich finde das hier unten so verwirrend. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm, da lang. Okay, auf jeden Fall können wir diesen Part des Kellers getrost hinter uns lassen.
zwei Sachen, die wichtig sind. An Kohle kommen. Und einen Weg hier rausfinden. Ja, erstmal. Da lang. Das ist doch schon wieder. Da geht's doch schon wieder zurück. Warte. Da geht's nicht lang. Okay. Oh Gott. Den Weg raus haben wir schon mal wieder gefunden. Auch wieder marschieren. Oder warte mal, kommt man hier rüber? Ich glaube, die ist direkt vor der Tür. Ne, hier rüber geht nichts. Über Dimitrescus Gemächer vielleicht noch. Der Lippenstift. Und das sind keine Schritte, das ist das Flap-Flap draußen. Okay, wir haben den Lippenstift. Wir haben den Lippenstift, den wir ins Badezimmer bringen sollen. Da hatten wir ja mal... da hatten wir ja mal... den Tipp bekommen. Da ist nur der Dachboden. Empfangszimmer. Also ist das, ist hier das Badehaus, ist das ihr Badezimmer? Das hört sich gerade ein bisschen so an, als ob die da wäre. Oh, dieses Flap-Flap von den Viechern draußen, das macht mich vogelig, ey. Ich weiß auch nicht mehr, wo wir dieses... Doch, unten irgendwo. Boah, warum wird die Mucke so hektisch? Ich weiß noch, wo wir den Hinweis gefunden haben. Der war in der Haupthalle, meine ich. Empfangszimmer, Wagenauffahrt. Schlafgemach. Vielleicht im Schlafgemach? Konzertsaal. Ansonsten gibt's hier nur da Zellen und ne, da gibt's nicht mehr viel. Halle der Trauer. Ganz unten. Kellergewölbe. Und hier ist nur der Dachboden. Also es gibt nicht viele Möglichkeiten. Bringt es zurück in ihr Badezimmer oder so. Also ihre da sind ja ihre Gemächer. Er lag ja gerade im Badezimmer, würde ich sagen. Ach. Es ist nur ein Schatz. Es ist nur ein Schatz auf... Ja, auf den uns... Ja, auf den hat man uns... Ja, hm. Ja. Okay, aber das ist gut. Mit dem Schatz könnte es sein, dass wir uns die Taschenerweiterung leisten können. Also... Beine in die Hand. Beine in die Hand und zurück zu Hans Peter. Die zukünftigen Erbinnen des Hauses Dimitrescu vernichtet? Von einem wie dir? Tja. Kann passieren. Okay. Wir kommen vor ihr weg. Wir kommen vor ihr weg. Zack, 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 zack. Ey, aufwachen! Ein Glück, dass du kommst. Oh. Mir war gerade langweilig. Ja, ich hab was für dich. Ich hab hier einen bombastisch geilen Lippenstift. Aber cool, dass auch Schätze auch hingewiesen wird. Ein fairer Tausch. Einfach hingewiesen. Finde ich cool. So.
Das holen wir uns. Inventar erweitert, wir können mehr Objekte tragen. Beachte mich gar nicht. Dann lass uns mal das Inventar angucken. Ja, da kriegen wir definitiv jetzt das Sniper rein. Also wissen wir, wo es jetzt hingeht. Mal eben ganz kurz gucken. Wie kam man da noch hin? Da müssen wir ein Stockwerk höher rennen. Und ich glaube, übers Atelier war das, ne? Halle der Freude Atelier. Würde ich jetzt sagen. So. Hände in die Hand nehmen und beten, dass wir ihr hier oben nicht in die Arme laufen. Von einem wie dir? Scheiße, scheiße, scheiße! So, es scheint erstmal Ruhe zu sein. Muss mal eben gucken. Ah, da... Ja gut, hier hinten ist noch ein Dietrich-Schrank. Vielleicht holen wir uns den erstmal. Um Mutti auch abzulenken. Und abzuhängen. Da ist der Dietrich-Schrank. Dann haben wir den auch schon mal offen. Ja, Scharfschützenmunition passt ja zu dem, was wir uns jetzt holen wollen. Puh! Das sind keine Schritte, das ist Flap-Flap. Wie kommt der denn hier rein? Und der hat Mutti dabei. Okay, wir laufen einen Umweg. Wir laufen einen kleinen Umweg. Aber sie scheint sich nicht zu resetten oder so. Also wahrscheinlich laufen wir ihr jetzt direkt in die Arme, wenn wir hier lang gehen. Oder sie kommt durch eine andere Tür. So, mal eben vorab. Wir müssen links abbiegen. Jetzt haben wir es. Das ist hier auch schon wieder so ein Ort wie der Keller, wo ich denke, dass sie hier nicht hinkommt. Und ich glaube auch, der Flattervogel da eben, der ist durch die Wand geglitscht. Der sollte da, glaube ich, nicht wirklich hin. Erstmal eine Vase kaputt machen. Das erleichtert ungemein. So, das Gewehr war wo nochmal? Nicht dort. Da hinten. Puh, so, damit haben wir das Ding. Aber er ist hier schon direkt drin. Also, ja. Das ist Lord Glitchy. Ja, das ist ein bisschen schade jetzt. Ich will auch nicht zu viel Munition da verschwenden. Und eigentlich auch keine Rohrbombe. Warte mal. Das ist die Flinte. Wie kann ich denn das Sniper... Schnellzugriff. Machen wir mal dahin. Weil ich denke, eigentlich ist hier der Gag... Hier waren ja, als wir das erste Mal rausgegangen sind... Oh. Super Slowdown. Okay, läuft wieder. Genau, hier waren ja ganz viele Vögel. Und ich glaube, der Gag hier ist, dass man da eben das Snipergewehr das erste Mal ausprobieren soll. Frage ist jetzt natürlich... Schlossdach. Ja, müssen wir irgendwie durch. Der Fahrstuhl. Aha. Ich würde sagen, den benutzen wir einmal. Wahrscheinlich ist dadurch dann jetzt der Fahrstuhl auch freigeschaltet.
Jo, das sieht gut aus. Das ist, ja genau. Das ist hier unten. Damit dürfte das Ding jetzt funktionieren. Aber wir wollen ja oben noch ein bisschen gucken. Wir wollen ja noch schauen, was auf dem Dach abgeht. Deshalb fahren wir jetzt einfach nochmal wieder zurück nach oben. Und schauen mal, was uns auf dem Dach erwartet. Ich habe mich ein bisschen verwickelt mit meinem Headset. So. Oh Gott! Die Dinger stressen mich. Die stressen mich jetzt schon hart. Okay. Ich will aber auch nicht unbedingt Scharfschützenmuni so viele verballern. Wer weiß, wofür wir die noch brauchen können. Aber einmal machen wir es. Bam! Kunstschuss! Errungenschaft freigeschaltet. Okay. Wir können uns auf jeden Fall damit ein bisschen Ruhe hier erschleichen. Oi, oi, oi. Ah, der lebt noch! Alter, ich finde die oberstressig, die Viecher. Der sollte hinüber sein. Ist das auch so ein Viech? Ja. Okay, vielleicht doch lieber das Scharfschützengewehr. Das spart Munition. Richtig cool. Also settingtechnisch ist das hier gerade echt schon wieder Bombe. Hat ein bisschen was von Bloodborne im Hellen. Eieiei, okay, da geht's hoch. Lieber die Pistole auspacken. Ich wüsste auch gerade überhaupt nicht, wie das hier, wie es weitergehen soll. Also wo uns das jetzt gerade hinführt. Wir müssen ja irgendwann Lady Dimitrescu killen. Rose ist ein bisschen in den Hintergrund geraten, finde ich. Mit der kaputten Hand natürlich. Scheint tot zu sein. Okay. Mal eben gucken, was wir da bekommen haben. Wir haben bekommen... Okay, wird nicht aufgeführt. Das ist ja seltsam. Ist das vielleicht... Oh Gott. Das Ding... Womit wir... Die Brunnen benutzen... Ah, nee. Rostige Reste. Ich hab grad irgendwie... Turm des Zorns, Glockenturm. Noch höher haben wir nichts. Ich will mal eben gucken, ob wir auf der Map schon irgendwas haben. Wofür wir das gebrauchen könnten. Aber haben wir nicht wirklich, oder? Also wir haben jetzt diesen Haken, oder ist der einfach dafür da, dass wir das da oben immer wieder benutzen können? Ach, warte. Ach, warte. Ach, hier waren wir noch gar nicht. Hier ist eine Maske. Die okay. Maske des Zorns. Jetzt sollte ich hier rauskommen. Ach, und warte mal, wir haben, glaube ich, schon drei Engelsmasken platziert. Ich habe anfangs gesagt, wir haben erst zwei. Aber wir hatten die dritte doch. Wir haben doch noch die... Habe ich ganz vergessen. Ganz vergessen.
Wir haben alle. Okay, und jetzt macht auch der Aufzug hier Sinn. Stimmt, wir haben ja schon drei Masken platziert. Oder irre ich mich da? Das ist ja großartig. Das ist ja absolut großartig. Hervorragend. Mhm. Okay, wir sind nicht weit vom Kaufmann entfernt. Da führt uns unser erster Weg hin. Und wahrscheinlich werden wir gleich instant richtig hart gejagt. Oh mein Gott! Missgeburt! Lauf so schnell du willst! Ich krieg dich schon! Gibt's andere Wege? Nee. Ah, ich hab mich verdrückt! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Das wird nie was. Oh, Alter, das war Stress Deluxe. Scheiße. Oh, diese so Verfolgerkreaturen in Spielen stressen mich immer unglaublich. Meine Herren. Okay. Da möchte ich irgendwie nicht lang. Wir könnten jetzt natürlich den langen Weg gehen. Ich glaube, das machen wir auch. Das ist irgendwie... Fühlt sich das sicherer an, weil wir auf diesem Weg einfach mehr Ausweichmöglichkeiten haben. Würde ich jetzt sagen. Und sie pimmelt ja noch da hinten rum. So, bitte nicht wieder runterfallen. Danke. Und die Konfrontation mit ihr scheue ich ein wenig. Aber wenn wir ganz viel Pech haben, lauert die uns jetzt eh an jedem Ausgang auf. Also, weiß es nicht. Okay, mal eben. Eigentlich kein langer Weg. Da lang, da lang. Und hier geht gleich wahrscheinlich die Action ab. Fuck it. Ich werde dir zeigen, was es heißt, ja. Dimitrescus zu beleidigen. Na, okay. An ihr vorbeischlängeln geht nicht. Aber ich... Wie wollen wir das denn jetzt machen? Gibt's hier irgendwie einen Rundgang? Ach, Gott, oh Gott, oh Gott. Ich könnte sie in die Bibliothek locken. Da haben wir ein bisschen Platz, um hier auszuweichen. Komm her. Und ab durch die Mitte. So. Das ist die beste Chance, die wir haben, also nutzen wir sie. Und bevor wir irgendwas machen, erstmal zum Hans-Peter rein. Aber es fehlen noch zwei Masken. Es fehlen doch noch zwei. Aber, oder habe ich zwei im Inventar? Ich habe mein Geschäft erweitert. Komm, sieh dich um. Gucken wir erstmal. Ich hab alle Masken. Ha! Ja, super. Ich würde sagen, wir speichern. Und an der Stelle beenden wir die Ausgabe, damit ihr auch einen schönen Cliffhanger habt. Weil natürlich bin ich auch hier ein bisschen für die Unterhaltung zuständig. Und es soll ja spannend bleiben. So, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommentieren, danke für die Daumen. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.